Das junge Kleeblatt spielte dieses Mal richtig jung. Bei den Grün-Weißen standen 3 A-Jugendliche auf dem Feld. Gegen Augsburgs Nachwuchs sollte die Truppe um Routinier und Co-Trainer Thomas Kleine verhindern, was vergangene Saison nicht gelang. Da fingen sich Fürths Talente insgesamt 5 Tore gegen die Fuggerstädter. Doch das ging nach hinten los. 10 Minuten sind gespielt, da darf Johannes Müller 2 Abwehrspieler austanzen und hat alle Zeit, Maß zu nehmen. Und bei so viel Freiheiten zeigt er, was er kann. Schönes Tor! Perfekte Schusshaltung, perfekter Schlenzer. Müller lässt Bastian Lerch keine Chance und trifft zur Führung für die Gäste. Und Fürth zeigte sich unbeeindruckt. 3 Minuten nach dem Rückstand kommen die Kleeblätter in den Strafraum. Jan George kommt zu Fall. Klare Sache, 11 Meter. Ajko Civelek tritt an und verwandelt sowas von souverän. Hart, präzise in die Mitte, der Ausgleich. Genau so muss man 11 Meter schießen. Keine Abwehrchance bei Civeleks erstem Saisontreffer. Kurz vor der Pause dann nochmal die Hausherren. Wie beim Handball passen sie den Ball immer weiter auf den freien Mann, suchen und finden Civelek, doch der schließt diesmal weniger souverän ab. Aus der Pause kommt Augsburg stärker zurück aufs Feld. 50. Minute. Sascha Wenninger probiert's einfach mal und wird für seinen Mut belohnt. Abgefälscht, Kullerball, egal. Die erneute Führung für die Gäste. 4 Grün-Weiße schauen dazu, wie Wenninger abschließt. Ausgerechnet Kleine lenkt den Ball dann unhaltbar in die Maschen. Doch wieder zeigt Fürth die richtige Reaktion. Nach dem Eckball legt Julian Kolbeck auf Marco Rapp ab. Der hält auch einfach mal drauf, trifft auch einen Gegner und von dort geht der Ball ins Netz. Erneuter Ausgleich durch den Kapitän. Rapp schießt und vom Knie des Gegenspielers dann das Tor. 4 Minuten später, Fürth diesmal per Freistoß. Civelek, der Mann für die Standards, gegen's Gebälk. Auf der Gegenseite Müller per Freistoß, auch ans Aluminium, aber Valonis Kadıcay schaltet ganz schnell. Drittes Tor, dritte Führung für Augsburg. Kleine hat Kadıcay da für einen Moment aus den Augen verloren und der nutzt das aus. Viertes Tor im 5. Spiel für Kadıcay. Und fast kommt das Kleeblatt wieder zurück, aber eben nur fast. Muhammed Kayaroglu hält drauf, diesmal wird der Ball nicht abgefälscht und Thomas Reichelmeier sichert Augsburg den Auswärtssieg. Keine Punkte und wieder 3 Gegentore. Kein guter Tag für das ganz junge Kleeblatt. Ja, äußerst bittere Niederlage, weil meine Mannschaft ein sehr, sehr engagiertes Spiel, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, gezeigt hat, mit sehr, sehr guten spielerischen Ansätzen. Ja, wir sind sicherlich zufrieden mit dem Sieg, ja, sicherlich aber weniger mit unserer Spielweise, weil wir deutlich besser Fußball spielen können. Das war im 5. Spieltag eigentlich unser schlechtestes Spiel. Nächsten Samstag empfängt Augsburg den Tabellenletzten aus Bayreuth. Für Dieter Merkels Spieler die Gelegenheit, auch spielerisch wieder zu überzeugen.